So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt hier bei Witch und Charlie Tours und wir haben jetzt gerade unsere Sachen gepackt. Da hat alles den Platz in diesem kleinen Rucksack. Mit Mühe und Not habe ich alles reingebracht. Und wir haben da noch andere Sachen bekommen. So einen Poncho haben wir dann auch gesehen, vielleicht dann nachher noch. Das sieht richtig cool aus. Und jetzt bin ich irgendwie, ein bisschen zerstört vom Packen. Das war echt anstrengend. Darum gibt es jetzt hier zuerst mal etwas zum Morgen. Wir sind jetzt hier angekommen. Da ist der Besammlungspunkt, da sind wir jetzt ausgeladen worden. Wir sind etwa auf 2500 Meter ungefähr. Und das Basecamp ist dann etwa auf 3,4, 3,5, glaube ich. Und der Peak nachher ist auf 3,59 oder so, also nicht ganz 4000 Meter. Und die ganze Wanderung dauert jetzt etwa 5 Stunden zum Basecamp und dort werden wir dann nachher übernachten. So, wir sind jetzt etwa eine Viertelstunde unterwegs und die säckelt immer runter da. Ich glaube, das geht nicht anders, weil es relativ steil ist. Und wir haben jetzt hier noch zum Glück so die Stöcke gemietet für 40 Getell. Getell. Und das war eine gute Investition gewesen. Und mit denen geht es wirklich viel, viel ringer. Es ist schon recht steil und recht rutschig. Just 5 more hours. It's nothing. Almost there. It's super easy. So, wir haben hier wieder ein Päuschen gemacht. Wir sind jetzt etwa geschätzt die halbe Stunde, dreiviertel Stunde unterwegs. Wir möchten eigentlich noch relativ viel Pause, obwohl sie eigentlich gesagt haben, wir möchten nicht so viel Pause. Aber es ist auch nötig, weil es ist recht, recht steil. Und are you okay? Yeah. Sure? Yeah. Okay. So, wir sind jetzt bei der Immigrationsstelle angekommen. Wir haben jetzt hier so, wie, als würden wir irgendwie eine Grenze überqueren oder so da angeben. Was unser Motiv ist, um hier hochzugehen, was wir hier oben machen und so. Also, ich glaube, ob wir Zigaretten und Alkohol mitbringen oder Waffen und so, müssen wir glaube nicht ausfüllen. Aber sonst ist das eigentlich wie in ein anderes Land reisen. Keine Ahnung warum, aber wird wohl seinen Grund haben. So, jetzt haben wir hier unser Eintrittsticket bekommen. Wir mussten 50 Stellen zahlen. Das ist, um hier den Vulkan hochzukommen. Die ganze Tour hat 400 gekostet, also insgesamt 450. Das ist glaube ich irgendwie, ich blende es euch ein. Also nicht, nicht so mega teuer für jetzt eigentlich eine zweitägige Tour. Von dem her, es geht eigentlich noch. Und jetzt sollte es dann auch wieder so ein bisschen easy peasiger werden. Also nicht mehr ganz so steil wie vorher. So, jetzt geht es die 9. Pause, also Mittagspause. Wir sind auf 3200 Meter und es ist schon relativ frisch da. Ihr seht hier auch. Wir sind mitten in den Wolken innen und jetzt machen wir ein kleines Päuschen und dann geht es dann weiter. Wir sind jetzt noch etwa 700 Meter, nein, etwa 500 Meter, nur noch, ja, gar nicht mehr so halb weit. Also es ist voll easy peasy. You made it! Do a Finnish dance. So, wir sind angekommen! So, wir sind jetzt also angekommen da und jetzt müssen wir euch die gewaltige Aussicht anschauen. Die lachen über mein Dialekt, obwohl sie Holländisch reden. Versteht ihr das? Die reden Holländisch, die reden auch. Lecker, hä? Lecker, ist lecker. Und da haben wir jetzt da so unsere Zelt. Da vorne hat es auch noch ein paar. Und da wird dann vermutlich ein Bonfire gemacht, schon später. Und ja. How did you like it, girls? I don't like it. You didn't like it? I like it. It was easy, huh? It was so easy. It was too easy. Yeah, it was too easy. Let's do another one. Yeah. Vorne immer alle klönen. Oh, es ist so streng, es ist so streng. Und jetzt, ja, it's easy. Ja, so sind wir halt. So, das ist jetzt also die Unterkunft für heute Abend. Das ist mein Schlafplätzli. Da hat es so Schlafsäcke und alles schon. Hier oben mit, glaube ich, noch so einem Poncho, der ein bisschen warm sollte geben.
Also von dem her, so allzu fest früher sollten wir nicht, aber es sollte etwa so, sie haben gesagt, so 0 bis minus 5 Grad und so sollte es da oben schon sein und es windet zum Teil recht stark. Also es könnte schon noch ein bisschen frisch werden heute Abend, aber ich habe hoffentlich genug Kleider mitgenommen und es ist ja nur für eine Nacht und es sieht eigentlich noch ganz ordentlich aus, oder? Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen irgendwie auf dem Boden pennen und so, aber richtig, das ist ja fast Luxus, würde ich sagen, oder? Oh mein Gott, schau das an! Schau das! Das ist ausgebrochen! Oh mein Gott! Wir haben jetzt die Wolke weggetanzt. Ihr hättet das selber gesehen. Und can you repeat it? Und jetzt gibt es heisse Schocke. Und ihr habt eben gerade gesehen, der Vulkan ist raus. Nein! Die lachen immer über mein Schweizerdeutsch. Heisse Schocke. Heisse Schocke, denke ich. Schokolade. Super. Warme Schokolademilch. That sounds much better. So, jetzt können wir hier noch leckere Marshmallows bröteln. So wie es sich gehört, an einem richtigen Bonfire mit Marshmallows. So, mittlerweile ist es etwas dunkler geworden und wir kommen jetzt zur Nacht oben und zwar Pasta! Spaghetti! Das haben wir jetzt uns verdient nach all diesen Tanz, die wir hier gemacht haben. Und ja, es ist jetzt glaube ich schon etwa ein Abend am 9 Uhr. Von dem her allzu lange müssen wir nicht machen, weil am Morgen um 4 Uhr müssen wir glaube ich schon wieder weiter. Und jetzt aber essen wir zuerst mal Spaghetti. So Leute, wir gehen pausen. Wir müssen morgen um 3:30 wieder auf. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir sich morgen wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. ja, wir sind nicht auf den Peak rauf, weil es hat zu fest geregnet, zu fest gewindet und es wäre zu gefährlich gewesen. Ich habe schon mich alles angelegt, ich habe meinen Regenponcho angelegt, ich war richtig ready gewesen, um 3:30 der Einzige, der schon draußen gestanden ist. Und danach kommt dieser zurück und sagt, sorry, es geht nicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen geschlafen bis um 6:30 und jetzt haben wir etwas zum Morgen gegessen, da, Porridge, und das Feuer ist auch wieder am Start. Und ja, jetzt geht es nachher wieder runter. Schade, aber kann man nichts machen, mit der Natur, oder? Und ja, es war aber gleich cool gewesen, mit diesen coolen Leuten hier. Gell? Ja, jetzt sind sie nicht so cool. Aber sonst sind sie mega cool gewesen. Jetzt beim Abgehen kommen die Vulkane führen. Sieht schon recht cool aus da mit all diesen Wolken. Und vorher haben wir sogar bis zum Meer gesehen. Sieht richtig, richtig geil aus. Das ist zwar nicht der Vogel, das ist der Agua, das ist der andere, weil der andere ist auf dieser Seite. Aber auch der sieht richtig, richtig cool aus.
So, wir haben es geschafft, wir sind wieder drinnen und ich muss sagen, ich bin so unglaublich stolz auf die Gruppe. Das hat uns so richtig zusammengeschweißt, wo wir nicht so oberst auf dem Top waren, aber es war richtig ein cooler Ausflug, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde, wenn ihr da seid. Und jetzt geht es zurück ins Hostel duschen. So, frisch duschen und wollte meine Kleider noch zu der Wäscherei geben, weil die stinken natürlich alles noch, nach Rauch und nach Schweiß. Aber heute ist Sonntag, das wird wohl nichts heute, darum muss ich jetzt noch bis morgen warten. Und jetzt treffe ich mich mit dem William. Der hostet mich 1-2 Nächte an. Ja, der ist ja auch bei Couchsurfing, von dem her betrifft uns jetzt vor McDonald's. Ich weiß nicht, was er vorhat, ob er McDonald's will essen oder ob das nur der Meeting Point ist. Das sehe ich dann, sonst werden das das zweite Mal McDonald's in meiner Reisekarriere. So, wir sind doch nicht in McDonald's, sondern da ist so ein Markt, so ein kleiner herziger Restaurant. Und es gibt Carne Guisada. Das ist so ganz zartes Fleisch und der William ist natürlich auch wieder am Start. Hat einen richtigen Hangover von gestern Abend. Das hat er jetzt halt verstanden, ja noch. So, wir sind jetzt hier in einem richtig schönen Garten mit Ausblick auf den Vulkan und rate mal, wo wir sind. McDonald's! Das ist einer der schönsten McDonald's, den ich je gesehen bin. Also nein, es ist eigentlich der schönste. Mit so einem riesigen Park von außen. Mit einer schönen Aussicht. Ausser der ist nicht so schön da. Der könnte ein bisschen besser sein. Aber ja noch. So, es hat jetzt einen kleinen Powernap gegeben bei uns beiden. Wir waren beide ziemlich auf der Schnur. Und jetzt? Where are we going now? Lucy Koala Hostel for Happy Hour. Happy Hour! Ja, am Sonntag kann man so etwas mal machen. So, wir sind wieder zurück. Wir sind noch das Bierchen genommen, aber wir gehen jetzt etwa pausen. Wir sind beide recht auf der Schnur. Darum würde ich sagen, das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann. Ciao, ciao.